Wie oft kaufst du Jause vom 10er Snack? Ja, eigentlich fast nie, weil ich immer eine Jause mit habe. Hast du die Jause schon mal probiert? Ja, ich habe sie schon mal probiert, aber meine Mutter macht meine Jause halt, glaube ich, besser. Findest du die Preise dennoch okay? Ja, die Preise sind angemessen. Wie oft kaufst du Jause vom 10er Snack? Eigentlich so jeden Tag. Ja, jeden Tag. Sind die Preise gut? Sind sehr gut. Ich kann sie mir leisten. Bist du mit der Qualität zufrieden? Ja, ich bin schon mit der Qualität zufrieden, weil es urgut schmeckt und ich habe auch schon mal in die Küche reingeschaut. Warum kaufst du die Jause? Weil ich oft von zu Hause nichts mitbekomme. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, 10er Snack zu gründen? Also, wir haben schon einen Denkanstoß bekommen vom Herrn Direktor, weil wir am Dienstag an der Schule noch keine Jause hatten und haben die Gelegenheit dann gleich genutzt und 10er Snack entwickelt. Es ist halt ein großer Vorteil gegenüber anderen Junior Companies, weil wir laufend über das ganze Jahr hinweg produzieren können und nicht nur auf gewisse Tage angewiesen sind. Aber wie gesagt, die Idee kam nicht nur von uns, aber wir sind jetzt im Nachhinein dankbar, obwohl wir im ersten Moment nicht so begeistert waren. Würdet ihr sagen, das Geschäft läuft gut? An dieser Stelle möchte ich an meine Kollegin aus der Buchhaltung weitergeben, die wird euch da sehr genaue Informationen geben können. Ich kann allerdings nur so viel sagen, wir sind bis jetzt relativ gut ausgestiegen. Ja, das Geschäft läuft sehr gut, auch wenn wir nur jede zweite Woche verkaufen, haben wir sehr viele Einnahmen. Wir verkaufen auch fast immer unsere komplette Jause und ja. Wird das Geschäft auch in Zukunft bestehen? Voraussichtlich nicht, beziehungsweise haben wir uns dafür noch relativ wenig eingesetzt, weil wir doch noch ein paar Wochen vor uns haben. Von uns wird es garantiert nicht weitergeführt, weil wir die Schule verlassen werden, voraussichtlich. Und wie gesagt, ob es eine neue Übernahme geben wird, wissen wir noch nicht.